Sag mal irgendwas Cooles, Mama. Ja, was denn? Ja, ja. Sag mal, ähä. Okay, danke schön. Ich komm gleich essen, okay? Tschüss, Mama. Jojo, und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack mit dem Peter. Hallo, Freunde. Heute kein Herr. Ja, wer einfach Hallo sagt und einfach so übertrieben laut ist, so Hallo, Freunde. Warum habe ich jetzt wohl kein Herr gesagt? Tja, das ist natürlich die sehr gute Frage. Und die Leute können jetzt in den Kommentaren gerne... Oh, hallo. Die können jetzt in den Kommentaren super gerne mal rätseln, warum Petrit heute nicht Hell gesagt hat. Hat er ja etwa einen schlechten Tag? Man weiß es nie. What's up, Alter? What's up? Petrit P. hat einen schlechten Tag? Wo hast du die goldenen Karotten? Selber gemacht. Wo hast du die goldenen Karotten? Meine, du weißt doch, ich habe eine Karotten. Okay, ich wollte dich nur testen. Wie dem auch sei... nein, sei es gut. Alter, du bist echt der größte Allmann, ohne Witz. Mein Mischpult ist immer noch kaputt und cool. Ich habe ein neues bestellt, das kommt morgen. Nun, damit die Leute wissen, falls ich auf einmal nicht mehr rede, okay. Dann werde ich wieder ausrasten und so rumschreien. Und dann du wirst so denken, hier ist nichts los, aber ich schreie halt die ganze Zeit rum. Okay, ich erzähle jetzt mal, was ich hier gemacht habe, ne? Weil irgendwie ist das alles noch voll neu für meine Zuschauer. Okay. Denn, wie du einfach daneben so vorbeiläufst. folgendes. Ich habe nämlich gestern mich hier einfach mal reingebuddelt, einen riesengroßen Raum gebuddelt, die Decke ist noch nicht ganz fertig und ich habe hier eine wunderschöne Sugar-Cane-Farm. Und dazu habe ich noch hier die Küche gemacht, die kennt Petrit schon. Mein Handy vibriert, was natürlich nicht so besonders gut ist. Der ist zu Fame, Freunde. Der ist... Und hier ist meine kleine Küche, da ist schon ein bisschen Essen drin. Küche? Hab, die Pumpkin Pies, die, das wisst ihr ja schon. Das sind jetzt nicht so geile Gerichte, einfach das so Brot und Fleisch. Das ist jetzt Stress, Alter. Ach, das sind die Mats, Alter. Das sind die richtig frischen Zutaten. Einen Kuchen habe ich sogar. Okay, und warum ist dein Amboss jetzt hier? Ich habe mehrere Ambosse. Okay. Ich bin halt doch nicht so broke, wie man vielleicht denkt. Deswegen ist nicht so broke? Deswegen ist hier nämlich noch ein Amboss. Brudi. So, okay, und ich bemerke... Hör auf! Ich brauch dieses Feld, aber da kann ich... Du albanischer Bauer, Alter. Zack. Ich hoffe nur, dass es hier wächst, weil ich hätte nämlich gerne ein bisschen... Warum? Das wird wieder alles zur Erde. Ja, na und? Warum wird das zur Erde? Ja, weil das ist deine Präsenz, bitte geh. Geht das so auch instant weg, so ohne was zu machen. Wird das so direkt perfekt einfach. Ich mach mal hier. Wächst das direkt so nach, so instant. Vielleicht liegt's ja an den Fackeln irgendwie. Ja, du Genius, du musst mehr Licht machen. Ach komm, sei ruhig, Alter. Eine Kürbislaterne hin. Ach, Petrit LP. Ohne ich hasse, heißt er eigentlich nicht mehr Petrit LP? Doch, heißt er. Nennt ihn bitte alle Petrit LP in Zukunft. Nein, nur Petrit. Wenn ihr in seine Kommentare ihn irgendwas fragt, sagt immer bitte Petrit LP, wie geht's dir heute? Nicht immer, nicht Petrit. Ich möchte, dass sein Synonym einfach, dass sein Synonym ab heute Petrit ist. Ich war klein, als ich meinen Kanal erstellt habe. Da war LP noch cool. Ja, ja. Vor 2011 oder so. Jetzt ist LP immer noch cool. Du musst zu deinem Namen stehen. Nein, ich will nur Petrit heißen. Du musst zu dem Namen stehen, wie deine Mutter dich geschaffen hat. Deine Mutter hat dich nämlich Petrit LP genannt. Nein. Also, nein, Freunde, bitte schreibt die Eltern haben bei der Geburt gesagt, so, wie möchtest du das kleine Kind nennen? Und dann so, oh, Petrit LP wäre doch ein schöner Name. Und der Vater so, oh ja, das nehmen wir. Weißt du, was cool ist bei meiner Geburt? Dass gar genau nichts. Da, wo, als ich rausgeflutscht bin, es angefangen hat zu schneien. Das ist richtig Magic. Ey, klatsch nicht, das ist voll cool. Als Eltern, wenn du so ein Kind kriegst und das schneit, das ist doch voll das Gotteszeichen. Außer bei dir. Ja, das, glaub ich auch. Das zeigt, wie cool du bist. Ha. Nein, das zeigt, dass ich eine große Zukunft habe. Und siehe da, ich bin Let's Player geworden. Alter. Junge, ey. Ey, es klopft meine Mutter, ich will nicht runterkommen. Ich nehme gerade auf, ich mach gerade Minecraft-Videos. Ich mach Para. Ich mach gerade Geld, Mama! Ich nehme mal deine Knochen, ne? Ist ja kein Problem. Soll ich dir einfach mal anrufen? Soll ich dir mal mitten in der Oh, hör auf, übertreib doch nicht! Weil ich rufe dir jetzt mal mitten in der Aufnahme an, okay? Warte ganz kurz. Nein, mach das nicht. Hä, doch? Ich rufe sie jetzt an und sag, nö, Mama. Ja, okay, ist da deine Mutter. So, deine Mutter. So. Wenn du dann Schläge kriegst, dann kommt die zu mir angeheult. Ach, Quatsch, Alter. Als ob die mir... Ach, Quatsch, Alter. Richtig der Allmann, Alter. Warum ruf die nicht an, Alter? Ich würde dir ihre Stimme nicht hören von deiner Mama. Hey, die hörst du auch nicht. Ich meine nur Spaß, Alter. Denkt der so auch, Alter? Ohne Witz. Okay. Na, ich meine nur Spaß, Freunde.
und dann von Felix, das ist richtig cool. Ich nehme gerade auf, Mama. Okay. Ja, aber ich nehme gerade auf, ich bin gleich da, okay? Sag, sag. Mama, Mama, möchtest du den Zuschauern etwas sagen? Möchtest du irgendwas sagen? Warte, soll ich auf Lautsprecher machen und du kannst dann irgendwas sagen? Sag irgendwas Cooles, okay? Warte kurz. Sag mal irgendwas Cooles, Mama. Ja, was denn? Ja. Sag mal, ähä. Okay, danke schön. Ich komm gleich essen, okay? Tschüss, Mama. Ja. Seht ihr? Meine Mutter ist nämlich der größte Patriot-Fan. Das stimmt halt wirklich. Ja. So geht das ab im Hause Hardy. Leute, so, dann haben wir schon mal, da haben wir zumindest schon mal für heute das Pre-Intro. Freunde. Ey, alter Schwede, ist auch eine einmalige Sensation, dass ich mal meine Mutter mitten in der Aufnahme anrufe. Ich hab grad 10 Stacks Bohnenmilch hier am Start, ne? Oh, echt mal ein bisschen. Oh, das ist natürlich sehr, sehr nett von dir. Ich hab dir auch in der ersten Season sehr, sehr oft mit deinen Feldern geholfen. Am Arsch, Alter, ich hab immer Diamanten abgedrückt. Ich schwöre auf meine Mutter, mit der ich gerade telefoniert habe. Ich hab voll oft deine Felder und so gebaut, Miel, wenn du nicht da warst. Wirklich jetzt. Ja? Ja. Aber da komm, hab ich wirklich. Ich muss nur gerade ein bisschen hier abbauen wegen den Seeds, weil ich brauche. Das ist voll verwundert, dass mein Mischpult nicht ausgegangen bin, Freunde. Das müssen wir ausnutzen. Ich muss viel reden. Ja, du musst echt viel reden. Erzähl mal was hast du heute ich so getan? Ich habe mir halt mit YouTube mal ein neues Mischpult bestellt. Hat auch richtig wenig gekostet. Wie hat das gekostet? Sag's nicht, dann sagen wir ja. Oh, aber das ist doch so viel Geld, Patrick. Das ist so viel Geld. Am Arsch, Alter. Das ist ja wichtige Investition für YouTube. Und ihr wisst, wenn ich so richtig PewDiePie hätte ich mir für 2000 Euro bestellt oder so, dann hättet ihr einen Grund. Aber 50 Euro. Bitch, please! Das Investition. 50 Euro, das kann jeder mal hasseln. Und jetzt ist mein Kontostand einfach leer. und aber vorher erst mit YouTube Money so angeben, ey. Ja, so. Ich bin einer der ärmsten. Petzl ist einfach richtig broke, ey, ohne Witz. Ich bin wirklich unter den YouTube-Kollegen verdiene ich halt am wenigsten und hab immer die größte Klappe, was ja, heißt mit YouTube. Und es ist wirklich so. Petrit ist irgendwie der Einzige, der so richtig angibt, so mit seiner Kohle, so. Und ich hab einfach und der hat einfach nie Kohle. Das ist so lustig, ey. Voll der Real Talk hier, ey. Ja, ist halt wirklich so. Ja, Petrit gibt halt so viel Geld für Crack aus, ne? Genau, oder Math. Die Crack-Preise sind heutzutage ein bisschen hoch geworden. Die sind ein bisschen hoch geworden, Alter. Ich meine, das wird auch gestreckt und alles, meine Freunde, Alter. Das ist ein bisschen schwer geworden in der heutigen Zeit. Richtig. Und ich hoffe, ich bin nicht so leise bei dir. Nee, du bist sogar ziemlich laut eigentlich, um ehrlich zu sein. Okay, dann ist das ja besser, dann ist das Video noch besser. Ja, dann, also wenn Petrit laut ist, dann ist das Video grundsätzlich besser. Ja, das ist richtig. Wie dem auch sei. Boah, Alter. du toppst jedes Mal deine Allmannhaftigkeit, ohne Witz. So, ich kann. Einfach, so, Petrit kennst du, sagst so Sprüche, die sage ich nie in meinem Leben. Zum Beispiel sowas wie dem auch sei, das ist so Allmann, ohne Witz. Das ist so richtig. Felix, das ist so richtig deutsch. Du kennst doch Tino, ne? Ja. Manchmal mal Spaß, kann ich, wenn ich will, manchmal so Allmann reden, dass der Angst kriegt, dass ich mutiere. Ich stell mir so vor, du mutierst wie zu so einem Werwolf, so und dann fällst du dein Bart ab und deine Monobraue, die geht so weg und dann wirst du einfach zu so einem Allmann und sagst so, guten Tag, ich bin der Peter. Ich bin ja Wolverine, Freunde. Ja, Petrit ist echt Wolverine. Ich hab einfach letztens zu Petrit so gesagt, so, oh, Petrit, du siehst aus wie Wolverine. Und das fand er dann ganz lustig. Das war auch eigentlich ganz lustig, dieser Abend. Der war echt lustig. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht weiter drüber reden, weil wenn wir nämlich nur ein paar Details über diesen Abend rauskloppen. Dann schäme ich mich in Grund und Boden. Ja. Ich lösche meinen Kanal. Ja, das ist schon echt mega peinlich, was da vorgefallen ist. Was heißt peinlich? Naja, so okay, Petrit hat seinen Schwanz in meinen Arschloch gesteckt. Wir haben gesagt, Spaß, ne, da nicht. Was? Warum? Gib mir jetzt meine Sugarcane, bitte. Sagt der immer bei Pouch of Media klaut. Hä, tue ich gar nicht. Ich habe nur einmal da geklaut in der Aufnahme. Ja, ich auch nur einmal. voll der Zigeuner, ey. Ohne Witz, also ja, die Porkies können sich ja den Stack wieder. Oh, sorry. Die können sich ja, wenn denen das wehtut, den Stack wiederholen. Aber ich gucke da hin und wieder in die Kiste rein und die leeren die, glaube ich, auch öfters mal. Aber die ist ja immer voll. Also wenn ich reingucke, ist die immer voll. Immer voll. Und ich sollte auf jeden Fall mal hier Slaps drüber machen. Da haben nämlich schon sehr, sehr viele Zuschauer geschrieben. Warum auch immer, wenn ich so doof und hab's bis jetzt noch nie gemacht. Well, I don't know, shit. Nein, mein Mischpult. Okay, und da geht's auch schon wieder los. Ja. Felix, nein. Es geht nämlich wieder los. Jetzt kann ich mich heute mal erzählen, was Petrit so das Wochenende gemacht hat. Achso, oh ja, okay, ich sag's nicht. Das war eigentlich nur ein Spaß. Ich wollte so einen auf Tabu Mabu machen. Erzähl mal.
erzähl, was du erzählen wolltest. Ich war an der Haltestelle. Ich rede jetzt mal für Patrick. Wallah, ich war an der Haltestelle. Standen so zwei Omas. Ja? Nebeneinander. Achso, ich dachte, ja, okay. So 10 Minuten. Ja? Ja, Patrick, rede weiter. Oder schreibe weiter. Dann schauen die sich auf einmal so an und dann geben die sich Kuss. Jetzt kommt's. Jetzt kommt die Pointe, Freunde. Oh, oh. Oh, oh. Was sagen die so? Nein, Gisela, du hier das. Du hier das kann nicht sein. Alter, ey. Das war so lustig. Hast du wirklich gelacht? Geh bitte von meinen Kürbissen runter. Ich schlag dich mit meiner Faust runter, danke. Hat dir auch nicht so wehgetan. Patrick erzählt immer die lustigsten Geschichten. Weil Patrick ist halt ein lustiger Typ. Hahaha. Und er redet mal wieder nicht. Wie die so einen Meter nebeneinander standen und erst 10 Minuten später checken, dass sie sich kennen, so richtig. Oh Mann, Omas. Ja, das ist wirklich so. Also ich treffe auch mal hin, also ich komme auch manchmal über die einigen Omas, wenn ich in der Bahn sitze und dann grinsen die mich immer so richtig lieb an und dann, ja, ich höre dich nicht. Und dann grinsen die mich immer so zurück an. Ich höre dich wirklich nicht. Und dann grinst sie mich immer zurück an. Und dann grinst ich auch immer. Und dann ist das so Grinsaustausch und so. Und dann, ja, dann denke ich immer, das sind meine Abonnenten. Weil die mich immer so angrinsen. Hey, was ist los? Raste doch nicht gleich aus. Abo geil, ja. Selbst Senioren gucken meine Videos. Like geil. Das ist richtig. Lass 10.000 Likes da. Lass mir 200 Millionen Abos da. Und abonniert Patrick nicht. Ich mache da jetzt extra so einen Weichzeichner drauf in der Aufnahme. Ja, genau, und wo wir schon dabei sind, ihr könnt auf jeden Fall in Zukunft Patrick immer Patrick LP nennen. Also, er zieht das gar nicht in Erwägung, ihn überhaupt Patrick zu nennen. Weil Patrick LP ist nämlich das Wahre. Er hat mir nämlich letztens, also, er streitet das jetzt zwar ab, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich voll geil darauf, Patrick LP genannt zu werden. Patrick, ey, ich glaube, du rastest gerade richtig aus, weil du so gerade richtig am Struggeln bist. Du willst gerade unbedingt reden. Halt deine Fresse, du Mistgeburt. Ja, Patrick ist eigentlich, der hat mir letztens so erzählt, so Mann, Felix, also ich reg mich eigentlich darüber auf, dass ich meinen YouTube-Kanal Patrick genannt habe. Eigentlich, das LP steht nämlich für, das LP steht nämlich für Kraft und Ausdauer und deswegen, das betont meine Männlichkeit. Deswegen möchte ich von all meinen Abonnenten Patrick LP genannt werden und nicht mehr Patrick. Und da ich ja jetzt trainieren gehe, muss ich mit dem LP auch meine Männlichkeit unterstreichen. Also bitte. Bitte nennt mich alle Patrick LP und nicht mehr Patrick. Das hat er gesagt. Das war genau das, was er gesagt hat. Oh, ohne LP, Freunde. Nein, er meint. Das meint er gar nicht so. Der ist ein. Oh, Patrick, hi. Oh, ich höre dich wieder. Glaube ich zumindest. Ah, hallo. Ja, hi. Ich heiße Patrick ohne LP. Oh, das ist so ohne lustig. Ohne LP. Naja, der sagt das jetzt nur so. In meinem Pass steht... Ey, was? Ey, hey. Ich war gerade am Sortieren, Patrick. Freundlich am Sortieren. Hier, geh rein, ins Wasser. Mano. Das war dafür, dass Mann. Du die Abonnenten angelogen hast. Ich hab die Abonnenten nicht angelogen. Ich lüge sie nie an. Zwinker, zwinker. Warum küsst du mich jetzt? Was soll das? Ich dachte, wir wären beste Freunde. Sind wir doch auch. Beste Freunde für immer. Freunde für immer. Für immer. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Grundgütiger, ne, Spaß. Grundgütiger Gott. Grundgütiger. Ja, erzähl weiter. Was wolltest du denn gerade erzählen, mein guter Patrick? Ja, also... Ja? Ich möchte... Nein, Spaß. Warum nein, Spaß? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, es soll ja auch keinen Sinn ergeben. Die Leute sollen mich nur Patrick nennen. Patrick. Patrick heißt auch übersetzt Falke. Nein, nennt ihn Patrick. So. Wirklich, nennt ihn Patrick. Wollte ich nur so sagen. Das heißt echt Falke? Also jetzt nicht so auf Albanisch so übersetzt als Duden. Also es wird das so im Duden stehen, so Falke heißt Patrick, sondern halt als symbolische Bedeutung. Okay, aber ich dachte immer, das heißt Peter. Nein. Ja, also das ist quasi so das albanische Peter, aber es heißt trotzdem Falke. Ha, also albanisches Peter. Also ist das wirklich auch so... Ist das auch so ein typisch albanischer Name eigentlich? Nee, der ist eigentlich nicht so oft. Weil ich meine, Peter so ist auch so ein typisch deutscher Name, weißt ja, du? Ja, Peter ist schon viel öfter als Patrick. Patrick, also... Patrick ist so wie in Deutschland so der Name...
Boah, was ist so nicht so ein oft öfter so ein Name, der nicht so oft vorkommt? Weiß nicht. So Glenn zum Beispiel kommt nicht so oft vor, finde ich. Glenn? Oder? Findest du, der kommt oft vor? Glenn habe ich noch nie gehört, Alter. Tja, okay, zum Beispiel, das ist wirklich so wie Glenn eigentlich. Glenn? Glenn? Gibt es irgendwelche Glens da draußen? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht sogar zufällig Glenn heißt. Aber, wo wir schon dabei sind. Ja, die Folge ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und sagt, ihr müsst auf jeden Fall bei Patreon noch die 5000 Likes da lassen, wenn ihr den Livestream haben wollt. Weil das habt ihr nämlich immer noch nicht gemacht. Bei mir sind es nämlich jetzt 14.000 Likes oder so. Da fehlen, glaube ich, jetzt gerade noch 2500 ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsst ihr bei mir dann noch machen bei der Folge. Geht auf jeden Fall beim Patreon hin und lasst Likes da. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch was Langeweile einfach mal hier wieder 10.000 Likes da lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, haut rein. Tschüss.